Schlaf ist die beste Medizin. Doch warum eigentlich? Was passiert im Schlaf in unserem Körper? Und vor allem, was passiert mit unserem Körper und unserer Gesundheit, wenn wir nicht genügend schlafen? Diesen Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge auf den Grund, und zwar mit einem absoluten Experten. Dr. Christian Benedikt ist Schlafforscher, Humanbiologe und Ökotrophologe. Ursprünglich aus Lübeck stammt, forscht und lehrt er heute an der Universität in Uppsala in Schweden. Mittlerweile hat er über 100 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht und widmet sich vor allem den Folgen von Schlafentzug. In der heutigen fast dreistündigen Podcast-Folge widmen wir uns eben diesem Thema. Christian erklärt eindrucksvoll und unterhaltsam, warum Schlaf so wichtig ist. Wir widmen uns den Themen Alzheimer, Diabetes, Krebs und Übergewicht, aber auch kurzfristigen Folgen von Schlafmangel. Christian kommt zudem auf die Interpretation von Studien zu sprechen und beantwortet am Ende noch Community-Fragen. Am besten nimmst du Zettel und Stift zur Hand und schreibst mit. Ich wünsche dir ebenso viel Spaß, wie wir bei der Aufnahme hatten. Los geht's! Hi Christian, perfekt. Dass das geklappt hat. Freut mich sehr, dass wir das erste Mal einen Schlafforscher hier im Podcast haben. Ich habe dich in der Einleitung schon so ein bisschen vorgestellt, wer du bist, was du machst. Aber stell dich gerne ruhig nochmal selber vor. Was hast du mit dem Thema Schlaf zu tun? Also auch vielen Dank natürlich für die Einladung. Es ist schön, dem Podcast beiwohnen zu dürfen und ein wenig über das erzählen zu dürfen, was mich tagtäglich und manchmal auch in der Nacht so umtreibt. Ich bin Schlafforscher und ich habe mit dem Thema, bin das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen, als ich Doktorand war, in dem Labor von Jan Born, der jetzt in Tübingen ist. Das ist ein relativ bekannter Schlafforscher, der halt auch viele Experimente zum Thema Schlaf und Gedächtnisbildung durchgeführt hat. Und das war zwischen 2003 und 2008. Und in der Zeit sind auch alle meine 4 Kinder geboren worden, die heute 15, 14, 13 und 11 sind. Kann man sich das denken, wenn man zurückdenkt, dass ich eine Schar an kleinen Babys und Kindern hatte und dementsprechend, das gilt natürlich nicht nur mir, sondern auch meiner Frau, wir nicht viel Schlaf bekommen haben. Und diese Kombination, dass ich unter einem Schlafforscher gearbeitet habe, als auch dieser dauerhafte Schlafentzug, die war anscheinend sehr gut, weil sie mich dazu inspiriert hat, eben selbst Schlafforschung zu machen. Und lustigerweise habe ich am Anfang, als ich bei Jan im Labor gearbeitet habe, gar nicht Schlafforschung gemacht, sondern mich mit einer anderen Thematik beschäftigt, aber kam nach und nach schrittweise mehr dazu, eben auch an den unterschiedlichen Experimenten mitzuwirken, mitzuhelfen. Und habe dann auch zum Ende meiner Doktorandenzeit erste eigene Schlafstudien durchgeführt. Und dann bin ich Ende 2009 nach Schweden gegangen, um hier einen Postdoktor zu machen. Am Institut für Neurowissenschaften an der Universität Uppsala. Und da bin ich immer noch, wie man sieht. Und habe jetzt meine eigene Arbeitsgruppe aufgebaut und wir beschäftigen uns vor allem mit dem Einfluss von Schlafverlust auf unsere Gesundheit und unser Leistungsvermögen. Genau, sehr cool. Also bei dir hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt, dass du quasi die Liebe zum Schlaf gefunden hast. Wie du schon gesagt hast. Die hatte ich schon frühzeitig, aber sie wurde nicht erwidert aufgrund meiner Kinder. wie du schon gesagt hast, du bist in Schweden, du bist in Uppsala. Wir haben gerade ein Interview Deutschland-Schweden. Das dank der modernen Technologie funktioniert das ja problemlos. Du hast das schon angesprochen. Aktuell beschäftigst du dich mehr so mit den Folgen von Schlafmangel. Was passiert mit dem Körper, mit unserer Gesundheit, wenn wir weniger schlafen? Darauf wollen wir uns auch so ein bisschen konzentrieren in dieser Podcast-Folge. Dein neues Buch heißt ja, Schlaf ist die beste Medizin. Und magst du da noch so ein bisschen zu erzählen? Ich habe das zum Glück auch schon lesen dürfen. Also zum Zeitpunkt dieser Podcast-Folge ist das Buch in Deutschland noch nicht erhältlich. Ich habe es zum Glück aber schon lesen dürfen. Aber zum Thema Schlaf gibt es ja ganz, ganz viele Bücher. Du hast es schon eins in Schweden herausgebracht. Was war die Intention dieses Buches? Warum braucht es noch ein Buch von Christian Benedikt? Das stimmt. Es gibt viele Bücher zu diesem Thema, auch viele spannende Bücher zu diesem Thema. Aber das, was vielen Büchern halt doch, den meisten Büchern gemeinsam ist, dass man natürlich irgendwie schnell, wenn man das so liest, so das Gefühl hat,
Oh mein Gott, jetzt ist mein Schlaf ja eh so schlecht und jetzt lese ich dieses Buch und dann wird so stark der Fokus halt hier in diesen Büchern auch auf den Schlaf gelegt und ich kriege halt den Eindruck, im Grunde genommen ist es um mich geschehen, nicht? Ich werde bald schwer krank sein und wahrscheinlich auch nicht mehr so lange auf Erden bleiben, nicht? Weil all das, was mir da so aufgezeigt und aufgezählt wird und sozusagen, ja, an Forschungsergebnissen dargestellt wird, das ist einfach nur furchteinflößend. Und da habe ich mir halt eben gedacht, hey, einerseits ist es natürlich auch wichtig, immer wieder mal auch ein Update zu bekommen. Und ich habe viele neue Studien, die ja zu dem Thema Schlaf und auch den Schlafverlust uns beeinflussen, in den letzten Jahren rausgekommen sind, das zusammenzufassen, aber das Ganze eben halt auch in einen besseren Kontext zu stellen, nicht? Weil das ist schon einfach auch so, dass ich so ein bisschen genervt davon bin, dass doch viele Leute, die halt sich auch über den Schlaf äußern und das natürlich auch zurecht machen, weil es auch sehr interessant ist, doch sehr stark ihren Fokus auf den Schlaf begrenzen und nicht das Ganze sozusagen aus einem gesund, wie heißt es, einem ganzheitlichen einer ganzheitlichen Gesundheitsperspektive bewerten. Da gibt es ja viele Beispiele, die man auch aus den Medien kennt, wie, hey, wenn du nicht schläfst, dann hast du ein vierfach erhöhtes oder nicht ausreichend schläfst, also diese sogenannten magischen mindestens 7 Stunden, dann hast du als Erwachsener ein erhöhtes Risiko, an einer Erkältung zu erkranken, wenn man dich mit einem Erkältungsvirus konfrontiert. Da haben sie dann solche Zahlen, die sie dann auch raushauen, wie viermal höher. Aber wenn man dann da weiter drüber nachdenkt, es gibt natürlich eine Vielzahl von Faktoren, die dort hier reinspielen. Und der Schlaf ist wichtig, aber es ist nicht der einzige. Das spielt auch eine Rolle, ob ich mir die Hände wasche, meine Hygiene. Es spielt eine Rolle, ob ich in einem Großraumbüro arbeite oder für mich alleine arbeite und dort entsprechenden Kontakt mit anderen komme. Also es sind viele, viele Faktoren, die natürlich letztendlich auch einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und auf unser Leistungsvermögen ausüben. Und in diesem Buch versuche ich halt, den Schlaf so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke ist falsch, aber aus sozusagen aus dieser Ecke rauszubekommen, dass das so sozusagen eine Gefahr für uns ist, weil wir alle das irgendwie ja nicht so richtig machen. Wir hören ja auch überall, wir schlafen nicht ausreichend, jeder dritte oder vierte Erwachsene schläft nicht ausreichend, Jugendliche schlafen nicht ausreichend, der Schlaf ist nicht qualitativ gut genug. Und ich möchte das Ganze so ein bisschen ins Positive umwenden. Und das war auch ein Anlass, dieses Buch zu schreiben. Schlaf ist halt, und so schreibe ich es halt auch, unser Freund und nicht unser Feind. Und natürlich darf man dennoch nicht Schlafprobleme bagatellisieren, aber auch da ist es wichtig, dass man, und das schreibe ich auch in dem Buch, ja, häufig auch aufpassen muss, wenn es zur Forschung kommt, weil wir Forscher in der Regel dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, nicht? Entweder stimmt das, was wir sozusagen als Theorie oder Hypothese aufgestellt haben, oder stimmt nicht? Und so funktioniert nicht das Leben. Da findest du natürlich eine große, sozusagen, einen großen Zwischenbereich zwischen Schwarz und Weiß, den sogenannten Graubereich, nicht? Und natürlich kann man, wenn man jetzt über den Schlaf redet, auch sagen, hey, auch wenn ich nicht jedes Mal gut schlafe, aber trotzdem mir Ruhe gönne, Auszeiten gönne, in der Nacht kann es dennoch mir in gewissem Ausmaß Erholung geben. Schlaf ist natürlich trotzdem der Goldstandard, nicht? Und das, was wir alle wollen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir in so eine, dass der Schlaf jetzt ein Teil dieser Leistungsgesellschaft geworden ist. Wir müssen nicht nur im Beruf besonders gut sein und als Familien, Väter und Mütter besonders gut sein. Nein, jetzt müssen wir auch in den Gesundheitsarenen unglaubliche Leistungen erbringen. Und dazu gehört halt eben auch der Schlaf. Und wir dürfen eben jetzt nicht mehr nur 7 Stunden mindestens pro Tag schlafen, sondern es soll auch möglichst ein Schlaf sein, der dadurch gekennzeichnet ist, dass wir ganz viel Tiefschlaf haben. Ja? Und dieses Buch versucht das ein bisschen zu relativieren. Wobei dieses Buch natürlich trotzdem auch eine Hommage an unseren lebenslangen Freund im Schlaf ist. Sehr schön. Also das fasst das Buch schon mal sehr gut zusammen. Du schreibst auch am Anfang direkt deines Buches in der Einleitung, du möchtest eine sehr positive Einstellung zum Schlaf Yes. vermitteln. Und ja, von diesen Horrorvorstellungen, die du gerade schon erwähnt hast, ja, hey, wenn wir zu wenig schlafen, sterben wir früher, das so ein bisschen ja, damit aufräumen, schon die Folgen von Schlafmangel aufzeigen. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber eben
sich auch vergegenwärtigen, wer liest das Buch, und dann eben keine Panikmache verbreiten, dass wir eben nicht sofort die schlimmsten Krankheiten bekommen, wenn wir mal zu wenig schlafen. Da wäre nämlich auch schon die erste Frage. Mhm. Es geht ja auch viel um Folgen von Schlafmangel, sowohl im Buch als auch in deiner Forschung. Mhm. Ab wann spricht man denn von Schlafmangel? Also wir sagen immer so als Faustregel, wenn du in 5 von 7 Nächten der Woche ja ausreichend Schlaf erhältst, dann bist du schon gut dabei. Mhm. Aber gibt es da irgendwas, was die Forschung sagt oder vielleicht was du für eine Definition dir angeeignet hast? Ab wann spricht man überhaupt von Schlafmangel? Das ist natürlich eine super Frage, weil sie nämlich auch gleich auch ein großes Problem aufdeckt, nicht der Schlafforschung. Weil auf der einen Seite haben wir natürlich sozusagen die Studienergebnisse und nutzen wir als sozusagen objektive Grundlage, um Empfehlungen auszusprechen. Und wenn man beispielsweise dort über die Schlafdauer spricht, nicht, dann zeigen Studien, große Populationsstudien, große sogenannte Meta-Analysen, die alle Studienergebnisse versuchen zusammenzufassen, dass 7 bis 9 Stunden, wenn wir jetzt einfach mal beim Erwachsenen bleiben, die Schlafdauer ist, die man gewöhnlich haben sollte, mit der die geringste Sterblichkeit und Kränklichkeit, ja, wenn man das so sagen kann, einhergeht. Und deshalb ist es so, dass viele Schlafforscher, natürlich auch Schlaforganisationen, sagen, hey, oder Gesellschaften, ihr solltet wirklich sicherstellen, dass ihr mindestens 7 Stunden schlaft, nicht? Aber wenn man weitergeht, dann ist es ja eben nicht nur die Dauer, nicht? Es ist ja auch die Qualität. Weil ich kann ja auch 8, 9, 10 Stunden im Bett liegen, trotzdem am nächsten Morgen aufwachen und den ganzen Tag im Bett mich einfach sehr, sehr schläfrig, müde fühlen, nicht erholt und das Gefühl haben, ich muss mich echt mit Kaffee oder koffeinhaltigen Getränken wirklich hauptsächlich ernähren, um mich wach zu halten. Oder ich brauche nur die ganze Zeit einen Mittagsschlaf, sonst schaffe ich diesen Tag nicht, nicht? Das bedeutet natürlich auch, dass man eigentlich auch darauf achten sollte, aber das wird natürlich immer komplexer. Dann haben wir sozusagen eine zweite Vektor, eine zweite Ebene, die wir hier berücksichtigen müssen. Trotzdem haben Studien halt tatsächlich auch gezeigt, wieder große Populationsstudien, dass die eine schlechtere Schlafeffektivität haben, das heißt, die eben länger wach sind, während sie im Bett liegen, dass die halt auch tatsächlich ein höheres Risiko für Sterblichkeit haben und eben auch für eine Vielzahl von Erkrankungen. Und dann kommt natürlich auch noch das Timing dazu, nicht? Weil man kann ja nicht einfach, wann man will, schlafen, sondern es wirkt so, dass eben unser innerer Rhythmus, die innere Uhr, vor allem in der Nacht die besten Voraussetzungen schafft, wenn es dunkel ist, wenn die Temperatur außen auch in der Natur sozusagen abfällt, dass wir dort eben den Schlaf in bestmöglichster Art und Weise eben auch durchlaufen mit den unterschiedlichen Schlafphasen und dort dann auch den größten Erholungswert rausholen. Und das sind jetzt sozusagen, und man weiß ja auch, um das abschließend zu beschreiben mit dem Timing, man weiß ja auch, dass Nachtschichtarbeiter häufig große Probleme haben, obwohl sie unglaublich müde sind, ja, und einen unglaublichen Schlafdruck haben, gut und durchgehend und durchgängig zu schlafen, nicht? Die nehmen häufig Hilfsmittel wie einen Schluck Alkohol, also am Morgen, um einzuschlafen. Nicht alle, ja. Ich sage jetzt nicht, dass alle das machen, aber ich weiß, dass es das gibt. Und dann haben sie sehr fragmentierten Schlaf und eine Schlafphase, die vor allem auch durch unsere innere Uhr gesteuert wird, der sogenannte Traumschlaf oder Rapid Eye Movement Schlaf, der tritt halt nicht in dem gleichen Ausmaße auf am Tag wie in der Nacht. Jetzt habe ich ja sozusagen sehr verallgemeinert gesprochen und sagt man, okay, das ist das, was ich brauche. Ich brauche mindestens 7 Stunden. Er sollte eine gewisse Qualität haben und ich sollte es auch nur unter bestimmten Zeiträumen machen, vor allem in der Nacht. Aber wenn wir dann sozusagen zum Individuum kommen, dann kann es natürlich schon sehr unterschiedlich sein. Nicht? Es gibt Leute, die wunderbar 6 Stunden schlafen und das sehr regelmäßig und einfach sehr hochqualitativen Schlaf haben und auch zum Arzt gehen und sagen, hey, kannst du mich checken? Und er sagt, das ist kein Problem, und die auch beruflich keine Probleme haben. Da kann ich ja nicht sagen, ja, aber gemäß der Schlafforschung schläfst du 1 Stunde pro Nacht zu wenig. Hier haben wir ein Problem. Du solltest dir Sorgen machen, nicht? Diese Person soll sich natürlich nicht Sorgen machen, sondern diese Person hat anscheinend für sich einen sozusagen individuellen Schwellenwert erreicht,
der ausreichend ist, um Erholung zu gewährleisten. Nicht? Und es ist halt ein großes Problem, weil wir natürlich in der Forschung verallgemeinern. Aber wenn man verallgemeinert, gibt es natürlich immer sozusagen die Streuung um den durchschnittlichen Menschen. Und jedes Individuum muss natürlich, entspricht nicht immer dem durchschnittlichen Menschen. Und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger und auch schwieriger fassbar für Leute. Aber das, was ich immer sage, so Pi mal Daumen, schau, wenn du den Tag gut bewerkstelligen kannst, wenn du nicht die ganze Zeit das Gefühl hast, oh, ich brauche echt den nächsten Kaffee, um irgendwie die nächste Stunde zu überstehen, nicht? Oder wenn du das Gefühl hast, oh, ich muss mich dauernd hinlegen, weil ich so unglaublich müde bin. Ich habe echt Konzentrationsprobleme und das funktioniert einfach nicht mit mir. Ich bin auch schlecht gelaunt, impulsiver in meinem Verhalten. Ja, das alles können natürlich Hinweise dafür sein, dass der Schlaf, der ja viele dieser Funktionen halt auch beeinflusst, auch dieser kognitiven Funktion, nicht ausreichend ist. Das heißt, wenn du das alles nicht hast und deinen Tag gut bewerkstelligen kannst, die Aufgaben bewältigen kannst und gesundheitlich keine Probleme auftreten, ja, dann gibt es doch für mich keinen Grund, wenn ich jetzt als Schlafforscher mit dir als Individuum spreche, deinen Schlaf in Frage zu stellen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich vorsichtig sein, weil es gibt auch viele Leute, die sich ein bisschen was in die Tasche lügen. Nicht? Die sagen dann nämlich, ja, das funktioniert für mich sehr gut, ich schlafe eigentlich gut und ich habe auch das Gefühl, dass ich ganz gut funktioniere. Nicht? Aber wenn man dann tatsächlich sozusagen auch objektiv das bewertet, nicht? Wie gut sie zum Beispiel leistungsfähig sind, konzentrationsfähig und sozusagen ihre subjektive, persönliches Empfinden, wie gut sie das alles leisten können. Wenn man das bewertet, sieht man ganz häufig, dass es dann eine ganz schöne große Diskrepanz gibt zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir tatsächlich können. Das heißt, man muss natürlich sehr vorsichtig sein, weil wenn man natürlich sowas sagt, nutzen das viele auch gleich, um sozusagen zu rechtfertigen. Ja, deshalb schlafe ich mir 5 Stunden, weil ich weiß, das klappt für mich. Ne? Genau, also Menschen arbeiten ja gerne mit Faustregeln. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt eben 3 Indikatoren, um quasi negative Folgen von Schlafmangel vorzubeugen. Das ist einerseits ja aufs Timing achten, dann auf die Schlafqualität zu achten und eben auch ja sein persönliches Schlafbedürfnis zu treffen. Das können halt bei dem einen 6 Stunden sein, das können bei dem anderen 7, 8, aber auch 9 Stunden sein. Ich will sogar hier noch zulegen, was du nämlich auch sagst. Ich meine, was ja auch wichtig ist, wir reden auch immer häufig über Dauerndenken und wenn wir einen bestimmten Schwellenwert, nämlich diese magischen 7 Stunden erreicht haben, dann ist alles gut. Aber es gibt auch ganz, ganz deutliche Ergebnislagen in der Literatur, die zeigen, dass Leute, die regelmäßig sehr lang schlafen, länger als 9 Stunden, die haben beispielsweise ein viel, viel höheres Risiko, ja, für früher zu sterben oder an einer Vielzahl von Volkskrankheiten eben auch zu leiden, als die, die zu kurz schlafen. Da kann man sich ja fragen, ja, ist jetzt Schlaf schlecht? Oder was soll das jetzt bedeuten? Nee, aber wenn man nämlich dann dort reingeht, dann sieht man ganz häufig bei diesen Leuten, dass sie halt entweder eine Krankheit haben und der Körper über den Schlaf versucht, das zu kompensieren, nicht? Der Schlaf ist ja die beste Medizin und der Körper versucht es halt, aber es scheint eben zu missglücken. Oder, was auch ganz häufig bei diesen Leuten zu sehen ist, dass sie halt eine sehr schlechte Schlafqualität haben. Beispielsweise durch Schlafapnoe bedingt, nicht? Diese Atemaussetzer, langanhaltende, wiederkehrende Atemaussetzer unter dem Schlaf, die natürlich sehr stressig für das Herz-Kreislauf-System sind. Aber nicht nur das, sondern auch den Schlaf sehr, sehr oberflächlich und fragmentiert machen. Ja? Das heißt, man muss natürlich vorsichtig sein, nicht? Wenn man über Schlaf redet und über diese unterschiedlichen Dimensionen des Schlafes im Hinblick auf Timing, Dauer und Qualität. Was meinen wir eigentlich damit, nicht? Und da können natürlich eine Vielzahl von Dingen wie beispielsweise auch eine Schlafapnoe auch dazu führen, dass, obwohl ich sehr lange im Bett liege und auch gefühlt lange schlafe, mein Schlaf mir nicht diese Erholung gibt und diese Funktion als beste Medizin erfüllt, ja, wenn die Schlafapnoe unbehandelt bleibt. Genau, weil wer Schlafapnoe noch nicht so kennt, bei Schlafapnoe treten eben, wie du schon gesagt hast, Atemaussetzer auf und der Schlafende wird quasi aus dem Tiefschlaf immer rausgerissen, aber er merkt das gar nicht zwingend. Er merkt das nur, dass er am nächsten Tag gar nicht so leistungsfähig ist und fragt sich, wie kann das sein? Ich habe doch 8 Stunden geschlafen.
Aber er wurde eben aus dem Tiefschlaf rausgerissen, ist deswegen aber nicht wach geworden und hat eben diesen erholsamen Tiefschlaf, der für die körperliche Erholung zuständig ist, gar nicht so mitbekommen. Du hast die Folgen von Schlafmangel schon so ein bisschen angesprochen am Anfang. Okay, ich bin vielleicht gereizter, ich habe Konzentrationsprobleme, Leistungsabfall. Daran könnte ich so individuell, subjektiv merken, okay, ich habe vielleicht Schlafmangel. Lass gerne mal so ein paar catchy Begriffe, die auch immer in den Medien vorkommen, zu sprechen kommen. Was sind so große, schlimme Folgen von Schlafmangel? Ein Punkt, der auch in deinem Buch zum Beispiel erwähnt wird, ist das Thema Übergewicht. Magst du da so ein bisschen drauf eingehen, wie das in Zusammenhang steht? Du bist ja, ursprünglich kommst du ja aus der Ernährungswissenschaft. Wie das so ein bisschen, wie das zusammen in Verbindung steht, Schlaf und Übergewicht. Also es gibt ja das Erste, was man immer macht, nicht, um zu gucken, gibt es irgendwie in irgendeiner Form einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen, dass man guckt, gibt es da eine Korrelation, nicht? Und da geht man halt zu Populationsdaten und guckt sich an in Bevölkerungsstudien, okay, die beispielsweise angeben, ich schlafe zu wenig, haben die häufiger einen erhöhten BMI, also diesen Body Mass Index, der ein ganz gutes Maß ist auch für Körperfett, nicht? Und da haben Studien und auch Meta-Analysen, die diese ganzen Studien zusammengefasst und analytisch bewertet haben, halt die Schlussfolgerung getroffen. Bei Erwachsenen ist es so, dass gewöhnlich zu wenig schlafen, das heißt weniger als 7 Stunden, die haben ein 50% erhöhtes Risiko, ein Übergewicht zu haben oder sogar auch eine Fettleibigkeit im Vergleich zu denen, die regelmäßig halt diese 7 bis 9 Stunden schlafen. Bei Kindern ist es sogar noch höher, nicht? Da ist es sogar zweifach erhöht, das Risiko. Und das, was man natürlich weiß, wenn man so ein bisschen in der Forschung arbeitet, diese Bevölkerungsstudien haben natürlich ein großes, nicht Problem, aber können nur begrenzt sozusagen über kausale Zusammenhänge dir helfen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Man weiß nicht richtig, es ist jetzt der schlechte Schlaf, weil der zu kurze Schlaf in dem Falle, der dazu beiträgt, dass ich ein Übergewicht entwickle, oder es ist das Übergewicht, das meinen Schlaf verschlechtert. Und mit Sicherheit ist es so wie in vielen, vielen Lebenslagen, dass das nicht nur eine Richtung ist, die hier mit reinspielt, sondern dass sowohl der Schlaf einen Einfluss auf das Übergewicht hat, als auch das Übergewicht auf den Schlaf. Warum das Übergewicht auf den Schlaf? Ja klar, wenn ich Gewicht zunehme, ist es auch so, dass ich zum Beispiel Fett einlagere in den Zungenbereich, in den oberen Atmungsbereich. Und das führt halt dazu, dass ich, wenn ich dann schlafe und im Bett liege und entspanne und auch dann noch die Schwerkraft auf mich wirkt, dass ich ein höheres Risiko habe, diese Schlafapnoe, die obstruktiven Schlafapnoe zu entwickeln. Und das führt zu einem schlechten Schlaf und kann auch dazu führen, dass Leute sagen, ups, mein Schlaf ist wirklich nicht gut, die halt übergewichtig sind. Aber die Frage ist natürlich, es ist auch so, dass wir, die gar keine Schlafapnoe haben, dass wir ein größeres Risiko laufen, auch Gewicht zuzunehmen aufgrund unseres schlechten Schlafes. Und genau das wollte ich mit meiner Forschung, und mache ich weiter noch, beantworten. Ich kann schlechter Schlaf bei denen, die im Grunde genommen gar nicht übergewichtig oder fettleibig sind, Veränderungen im Hormonhaushalt hervorrufen oder auch in der Art und Weise, wie das Hirn Nahrungsreize verarbeitet, die erklären könnten, warum Menschen zunehmen, wenn sie auf lange Sicht nicht genügend schlafen. Und dazu habe ich mich, um das zu beantworten, habe ich eine Vielzahl von Experimenten durchgeführt. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit dem Gehirn an, nicht hier oben. Was passiert da, wenn wir nicht genügend schlafen? Weil Entscheidungen zu essen kommen nicht aus dem Bauch heraus, sondern die werden im Hirn getroffen, nicht? Und da haben wir dann halt unterschiedliche Experimente durchgeführt, unter anderem ein Experiment, wo wir ein bildgebendes Verfahren benutzt haben, ein sogenanntes fMRI-Studie, wo wir geguckt haben, antwortet das Hirn unterschiedlich auf Nahrungsreize, das waren Nahrungsbilder, wenn wir schlafentzogen sind im Vergleich zu, wenn wir eine gute Nacht des Schlafes hatten. Wir haben tatsächlich gesehen, das war eine sehr kleine Pilotenstudie, das ist tatsächlich ein Areal, das wichtig ist für das Antizipieren von Belohnung, stärker aktiv war, wenn wir nicht geschlafen oder die Versuchsprobanden oder Personen nicht geschlafen haben, im Vergleich zu, wenn sie geschlafen hatten.
Und Folgestudien von anderen Gruppen haben das auch bestätigt und haben sogar noch größere Stichproben gehabt und haben gezeigt, dass noch andere Areale im Gehirn, die wichtig sind für Belohnung und für eine Verhaltensverstärkung. Oh, ich sehe was zu essen, das will ich haben. Ui, das möchte ich jetzt gerne für mich haben und möchte das konsumieren. Dass diese Areale halt sehr aktiv sind. Das, was wir auch in Studien gesehen haben, dort haben wir unterschiedliche Verhaltenstests benutzt, ist, dass wenn du nicht genügend schlafst, dass du anscheinend auch Probleme hast, diesen Gefühlen oder Impulsen, die geweckt werden, wenn du leckeres Essen siehst, was entgegenzusetzen. Weil normalerweise weißt du ja schon, wenn du, was weiß ich, jetzt im Supermarkt bist und du siehst Süßigkeiten, na, es ist vielleicht nicht so gut, ich sollte nicht zu viel dafür essen, es ist nicht gut für meine Zähne, aber es ist auch vor allem nicht gut für mein Gewicht. Das heißt, du hast schon eine Vernunft, nicht? Und diese Vernunft, die wird halt, oder dieses Vernunftsdenken wird primär über den frontalen Kortex, der hier vorne sitzt, gesteuert. Und der kann dann sozusagen diesen Impulsen was entgegenstellen, aber denen entgegenwirken und sagen, beruhig dich, das ist zwar lecker, aber wir machen das nicht, da gibt es ja auch entsprechende Konsequenzen. Und dieser präfrontale Kortex, der hat eben, verliert halt so ein bisschen seine Fähigkeit, diesen Impulsen was entgegenzusetzen, wenn wir schlafentzogen sind. Der braucht nämlich wirklich Schlaf, der einen hohen Aufwand, wenn wir wach sind, der ist nicht nur wichtig für Impulskontrolle, der ist auch wichtig für exekutive Funktionen, Lernen, Beschlussfassung, also Decision-Making. Das sind so viele Aspekte, die halt auf diesen vorderen Teil unseres Gehirns beruhen. Und es ist natürlich dann auch klar, dass der besonders Schlaf braucht, um sich auch zu erholen und wieder herzustellen für die nächste Wachperiode. Und wenn der das nicht bekommt, dann werden genau diese Funktionen in Mitleidenschaft gezogen, unter anderem auch unsere Impulskontrolle. Und wir haben tatsächlich auch gesehen, dass die Leute dann, wenn du ihnen Geld gibst und so eine simulierte Supermarktsituation durchspielst, wenn die nicht genügend schlafen, kaufen die sich viel mehr Kilokalorien und auch viel mehr einfach in Gramm gemessene Lebensmittel. Nicht? Die haben dann eher die Neigung, wirklich was reinzufuttern. Und das haben wir auch sehen können mit Experimenten, wo wir halt die Nahrungsaufnahme getestet haben oder das Plan von Nahrungsaufnahme. Nun kann man sich ja fragen, okay, jetzt wissen wir, das Gehirn antwortet anders auf Nahrungsreize, wenn wir schlafentzogen sind. Das, was ich jetzt erzählt habe, heißt also, Belohnungsareale sind besonders aktiv, die dazu führen, dass wir unser Verhalten verstärken, dass wir sagen, ui, ja, das Essen, das will ich haben. Und Areale, die wichtig sind, um sozusagen diesen Impulsen was entgegenzuwirken, vor allem der präfrontale Kortex, die sind müde, träge und haben nicht im gleichen Maße die Möglichkeit, dem was entgegenzuwirken. Deshalb neigen wir eher dazu, impulsiv zu sein. Nicht? Jetzt fragt man sich natürlich, was passiert denn da im Körper? Wird sozusagen dieses Hungergefühl und diese Neigung, mehr zu essen, auch in irgendeiner Form gefördert? Im Körper werden ja eine Vielzahl von Hormonen freigesetzt, beispielsweise vom Darm, aber auch vom Fettgewebe oder von der Leber, die halt immer die Möglichkeit haben, an das Gehirn zurückzusignalisieren, hey, das ist sozusagen unser Energiestatus, so viel Essen ist jetzt sozusagen im Körper, du musst mal ein bisschen zulegen oder hey, lass mal, wir haben jetzt genug, du kannst aufhören, dem Körper, ja, unserem Host zu sagen, wir müssen weiter essen. Und da gibt es eine Vielzahl von spannenden Hormonen, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Eines dieser Hormone heißt Ghrelin. Das wird vor allem vom Magen produziert. Und das Ghrelin, wenn man das bei Menschen infundiert und guckt, was passiert dann siehst du, dass die mehr essen. Und wenn du dann sozusagen im Hirn guckst, was würde da passieren, dann siehst du, dass die Belohnungsareale, wenn die Nahrungsreize sehen, das ist wie so ein Feuerwerk. Das will ich! Also Ghrelin ist ein sogenanntes Orexin, das heißt Orexigen. Das heißt, es steigert den Appetit. Und wir haben ja halt tatsächlich sehen können in Experimenten, wenn Leute nicht genügend schlafen, dass dieses Ghrelin hochreguliert ist im Blut. Ja? Dann kann man sich ja sagen, okay, das ist ja ein Faktor, aber vielleicht sind ja appetithemmende oder sättigungssteigernde Signale gleichzeitig auch höher. Und dann spielt es ja netto keine Rolle, ob Ghrelin ein bisschen erhöht ist. Aber auch dazu haben wir Studien gemacht und haben beispielsweise gesehen, dass ein Hormon, das vom Dünndarm freigesetzt wird, das Glucagon-like Peptide 1 heißt, GLP-1,
das eine starke appetithemmende Wirkung hat, sobald es ins Gehirn gekommen ist, dass das halt verzögert freigesetzt wird, wenn wir nicht genügend schlafen. Und nicht nur das, wir haben auch andere Studiengruppen, Forschergruppen haben gefunden, dass Leptin, ein Hormon, das vor allem vom subkutanen Fettgewebe freigesetzt wird und im Hirn auch signalisiert, hey, es ist Zeit, jetzt mal aufzuhören zu essen. Wir müssen nicht jetzt weiter was in uns reinschaufeln. Dieses Hormon ist wird um ungefähr 20% weniger freigesetzt unter 24 Stunden, wenn du nicht ausreichend schläfst. Dann gibt es auch andere Hormone. Ich könnte jetzt natürlich immer weiter darüber sprechen, aber das, was man letztendlich, die eine Rolle für die Appetitregulation spielen und die beeinflusst sind durch den Schlafentzug. Aber das, was wir sozusagen zusammenfassend gesehen haben hier, ist, dass dieses Verhältnis von appetitsteigernden und appetithemmenden Hormonen auf die Seite der appetitsteigernden Hormone gelenkt wird oder geschiftet wird. Das heißt, man hat einfach mehr Signale im Körper, die dem Hirn auch sagen, iss. Nun kann man sich fragen, okay, gibt es da noch andere Dinge, die wir gemessen haben? Ja, wir haben beispielsweise auch geguckt, ob Schlafentzug sich auf die Darmflora auswirkt. Die Darmflora spielt eine wichtige Rolle für viele Aspekte unserer Gesundheit, unter anderem eben auch für Stoffwechselerkrankungen wie Typ-2-Diabetes, also diese Erkrankung, wo Körpergewebe, die insulinabhängig sind, nicht mehr im gleichen Maße auf Insulin ansprechen. Das ist vor allem das Muskelgewebe und das Fettgewebe und deshalb die Glukose nicht im gleichen Maße von diesen Geweben aus dem Blut aufgenommen wird. Und deshalb haben wir einen zu hohen Blutzucker. Und das ist natürlich nicht erwünschenswert, weil ein erhöhter Blutzucker kann halt beispielsweise Gefäße schädigen. Und da haben wir eben auch gesehen, dass Schlafentzug, wenige Nächte des Schlafentzuges schon da ausreichen, Veränderungen in deiner Darmflora hervorzurufen, die man normalerweise bei denen sieht, die Typ-2-Diabetes, also diesen Altersdiabetes haben oder eine Fettleibigkeit. Das ist natürlich alles das haben wir unter sehr akuten Bedingungen gemacht und es bedarf natürlich auch langen Studien, wo man über einen längeren Zeitraum untersucht, ob Schlafentzug sich in diesem Maße auf diese unterschiedlichen Faktoren auswirkt. Aber wenn man der Epidemiologie glaubt, würde ich schon sagen, dass die Studienergebnisse, die wir in den letzten Jahren erzielt haben und auch zur Veröffentlichung gebracht haben, schon dafür sprechen, dass der Schlaf, ein schlechter Schlaf, vor allem ein zu kurzer Schlaf, dazu führt, dass wir auch auf lange Sicht im Gewicht hochgehen. Und ich habe sogar ein persönliches Experiment durchgeführt. Ich habe euch allen schon am Anfang erzählt, dass ich ja 4 Kinder habe, 15, 14, 13 und 11. Und die waren ja alle sehr klein, nicht? Und das, also 4, 3, 2 und neugeboren vor 10 Jahren und 5, 4, 3 und 1 vor 10 Jahren, muss man ja genau gesagt sagen. Und ich habe nicht viel geschlafen und ich habe definitiv ganz schön viel Gewicht zugenommen. Ich habe das schon gemerkt, dass man dann auch wirklich eher dazu geneigt ist, zu sagen, oh, ich hau die Schokolade in mich rein und ich muss einfach irgendwie was essen, um diesen ganzen Schlafentzug auch zu überstehen und zu kompensieren. Ja, sehr schöne Zusammenfassung zu dem Zusammenspiel zwischen Schlaf und Übergewicht. Also einerseits, dass wir einfach Veränderungen in unserem Verhaltens Entscheidungen haben und vor allem auch hormonell bedingt. Leptin, Ghrelin sind immer so die bekanntesten, die man auch hört und liest. Eine Frage hätte ich noch. Zwar habe ich mir deine Studie auch angesehen und wir haben auch einige kritische Zuhörer, die die Studien immer sehr gerne genauer untersuchen. Ja. Dort werden ja, also zu Leptin und Ghrelin gibt es Studien, wo man einfach weniger geschlafen hat und das schon gemerkt hat. Du hast eine Studie erwähnt, dass die Menschen selbst beim Kaufverhalten sich zu kalorienreicheren, zu Junkfood, zu Süßigkeiten gegriffen haben. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war diese Studie allerdings bei Menschen, die wirklich totalen Schlafentzug hatten. Ich glaube, einige andere Studien von dir auch, arbeitest du mit totalem Schlafentzug. Ja. Hören wir auch oft kritische Stimmen. Ja, kann man das denn so 1:1 als Auswirkung von Schlafmangel übertragen? Weil niemand schläft ja wirklich eine Nacht mal gar nicht oder über Wochen lang gar nicht, Nächte lang. Und wir wollen ja eher langfristigen Folgen von Schlafmangel, um so Argumente zu liefern, hey, wenn du immer 3 Stunden zu wenig schläfst, dann kann das auch dein Verhaltensmuster beeinflussen. Wie weit lassen sich solche totalen Schlafentzugsstudien
auf normalen Schlafmangel von weniger als von 2 bis 3 Stunden weniger Schlaf übertragen? Eine super Frage und klar, ich meine, wenn man jetzt, erstmal würde ich natürlich beantworten, die Epidemiologie als solche, ja, spricht schon dafür, dass auch weniger sozusagen mildere Schlafrestriktionen auf Dauer dazu führt, dass wir halt auch tatsächlich im Gewicht hochgehen, nicht? Wenn man jetzt zu den Experimenten kommt, muss man ja auch eines beachten, nicht? So ein Experiment, das bedeutet ja auch, dass ich die Leute halt hier in meinem Labor haben muss, ich muss alles standardisieren, ich muss sicherstellen, dass die nicht einfach, dass einer mehr läuft als der andere, dass der andere, was weiß ich, mehr gestresst ist als der andere. Das heißt, man möchte natürlich das möglichst standardisieren, aber standardisierte Protokolle sind sehr, sehr schwierig, weil sie sehr viel Einsatz von Personal bedürfen. Und du kannst natürlich auch, du findest nicht so viele Probanden, die jetzt sich bereit erklären würden, für 3, 4 Monate unter partiellen Schlafentzug im Labor auch sozusagen zu leben. Und dann könnte man ja sowieso auch entgegenhalten, na, im Labor, das spiegelt ja nicht die Wirklichkeit wider. Da habe ich ja viele andere Situationen. Ich habe meine Arbeit, ich habe meine Kinder, meine Familie und wie auch immer. Und das im Zusammenspiel mit meinem Schlafentzug hat möglicherweise ganz andere Auswirkungen als der Schlafentzug unter so standardisierten Bedingungen. Nichtsdestotrotz stimme ich vollkommen zu. Das ist das, was auch eins der großen Probleme ist der anderen Bücher und auch der Schlafforschung im Allgemeinen, dass Leute, und ich denke, das musst du natürlich für Bücher auch schon machen, und auch wenn man natürlich über seine Forschung spricht, vereinfachen, um sozusagen das Ganze besser konzeptualisieren zu können. Aber es stimmt natürlich, dass man nicht eine Studie nehmen kann und sagen kann, diese Studie ist jetzt Grundlage für die Schlussfolgerung, Schlaf wird jede Form des Schlaf, jedes Schlafproblem wird im gleichen Maße Ghrelin oder Leptin verändern oder wird die Hirngesundheit beeinflussen und, und. Das hat natürlich einen ganz unterschiedlichen Ausmaß. Oder diese unterschiedlichen Schlafprobleme werden im unterschiedlichen Ausmaß auf unsere Gesundheit sich auswirken. Wenn man beispielsweise über die Schlafapnoe redet, nicht? Die Schlafapnoe, das ist ja nicht nur so, dass du leichter schläfst, fragmentierter, du hast ja noch etwas neben dem Schlaf, was sehr problematisch ist. Das ist nämlich die Hypoxie, dass dein Sauerstoff, deine Sauerstoffsättigung so absinkt, nicht? Und die Hypoxie für sich genommen ist schon unglaublich problematisch, selbst wenn du nicht schlechter schlafen würdest. Und das ist natürlich, ja, ich habe auch Studien gemacht, Bevölkerungsstudien, wo wir sehen, dass wenn du beispielsweise Schlafprobleme bei älteren Leuten vergleichst, wie ich habe Probleme ein- oder durchzuschlafen, dann habe ich das Schlafproblem, ich habe Probleme mit der Atmung während des Schlafes oder ich habe Probleme mit der Schlafdauer, ich schlafe nicht genug. Dann sieht man häufig, dass diese Probleme ein- oder durchzuschlafen mit dem geringsten Risiko für metabolische Erkrankungen einhergehen, während die verkürzte Schlafdauer oder die zu lange Schlafdauer, nicht, mit einem etwas höheren Risiko einhergehen, metabolische Erkrankungen wie beispielsweise die Fettleibigkeit oder schlechte Blutfette oder Blutdruck, Bluthochdruck zu entwickeln, einhergehen. Aber man sieht, dass die Schlafapnoe beispielsweise, ja, die Kombination aus schlechtem Schlaf, fragmentiertem Schlaf, leichtem Schlaf und Hypoxie immer das höchste Risiko mit sich bringt. Das heißt also, dass man natürlich vorsichtig sein muss, wenn man sozusagen extrapoliert und generalisiert und sagt, ja, es spielt keine Rolle, welche Form des Schlafproblems du hast, du wirst übergewichtig. Nichtsdestotrotz glaube ich, auch wenn jetzt die unterschiedlichen Schlafprobleme vielleicht im unterschiedlichen Ausmaß mit den metabolischen Erkrankungen assoziiert sind, können sie über einen längeren Zeitraum natürlich dennoch signifikant dazu beitragen, ja, vor allem natürlich auch im Zusammenspiel mit anderen Risikofaktoren, dass du eher einen erhöhten Blutdruck entwickelst oder schlechte Blutfette hast oder dein Glukosestoffwechsel nicht mehr entsprechend funktioniert oder du im Gewicht hochgehst. Aber es stimmt absolut. Und das ist nämlich auch was, was ich auch so kritisch sehe, nicht? Und auch wirklich versucht habe, zu pointieren, als ich am Anfang auf deine Frage geantwortet habe, warum hast du dieses Buch geschrieben? Wir müssen halt auch relativieren. Da gibt es dann zum Beispiel solche Studien auch, die dann zeigen,
wo Leute sagen, ja, da gibt es eine bestimmte Immunzelle, die heißt Natural Killer Zellen, die sind wichtig, um körpereigene Zellen, die möglicherweise sich zu einem Tumor weiterentwickeln können, zu entdecken und dort einen kontrollierten Zelltod zu induzieren. Und dann gibt es eine Studie aus den USA von einem sehr berühmten amerikanischen Schlafforscher, Michael Irvine, der gezeigt hat, wenn ich eine halbe Nacht nicht genügend schlafe, sinkt deren Anzahl im Blut um 70%. Dann rennen andere Schlafforscher damit rum und sagen, du siehst, also wenn du nicht genügend schläfst, veränderst du dein Immunsystem in der Art und Weise, dass du ein erhöhtes Krebsrisiko hast. Das ist natürlich total Banane, weil es kann ja auch genauso gut sein, er hat es nur im Blut gemessen, dass sie ins Gewebe gegangen sind, A. Und B, muss man ja auch sagen, wenn ich jetzt rauche oder regelmäßig mich mit Alkohol voll schütte oder Chemikalien aussetze oder sozusagen eine Vererbungsanlage habe, sind es genauso oder wenn nicht sogar auch viel wichtigere Risikofaktoren. Und so gilt es natürlich auch für die Art des Schlafproblems. Um das abzuschließen, es gibt beispielsweise eine Meta-Analyse mit 36 Millionen Menschen. Und dort haben sie untersucht, sind eigentlich solche Dinge wie Ein- und Durchschlafprobleme, die wir bei Leuten mit Insomnie sehen, gehen die einher mit einer erhöhten Sterblichkeit. Und bei 36 Millionen Menschen haben sie gefunden, dass die eine Insomnie haben, im Vergleich zu denen, die es nicht haben, kein erhöhtes Risiko für Sterblichkeit haben. Daran siehst du wieder, okay, Insomnie, das ist schon ein Problem. Und das heißt ja jetzt nicht, dass aufgrund dieses Befundes Insomnie nicht ernst genommen werden sollte. Wir haben ja die Sterblichkeit und nicht zum Beispiel die Kränklichkeit untersucht. Aber es zeigt ja, dass natürlich nicht jedes Schlafproblem mit dem anderen Schlafproblem im Hinblick auf die Gesundheit gleichzusetzen ist. Das ist Schwachsinn. Ja, vielen Dank, dass du das nochmal so ein bisschen aufgeräumt hast und auch so ein bisschen erklärt hast, worauf man bei Studien achten sollte. Ich möchte es noch zusätzlich sagen, warum benutze ich so häufig natürlich auch den totalen Schlafentzug? Erstens ist es ein gutes Maß auch für die Nachtschichtarbeit. Das finde ich unglaublich interessant, weil es einfach viele Leute gibt, die Nachtschichten arbeiten in der Gesellschaft, nicht? Ärzte, Polizisten, Feuerwehrmänner, Leute in der Altenpflege und so weiter. Und dann zweitens ist es natürlich so, wenn du das experimentell machst und so standardisiert durchführen möchtest, möchtest du möglichst den stärksten Kontrast zwischen deinen experimentellen Bedingungen, das heißt einmal normaler Schlaf und was passiert, wenn ich ihn komplett wegnehme. Wenn ich diesen Kontrast sozusagen verringere und sage, was passiert, wenn ich 7 Stunden statt 7 Stunden 6,5 Stunden schlafe im Experiment, dann wird es natürlich in der Regel so sein, dass die Intervention so schwach ist, dass du sie unter experimentellen Bedingungen, dass es sehr schwer ist, da auch was rauszuziehen, nicht? Nichtsdestotrotz gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Man muss vorsichtig sein, wenn man das verallgemeinert und sagt, eine experimenteller Befund steht dann für alle möglichen Schlafprobleme, die es in der Gesellschaft gibt. Das ist natürlich totaler Unfug. Genau, das Lesen, ja, das sieht man ja häufig, eine Studie hat gesagt und dann glaubt man der Zeitung, die aber vielleicht diese ganzen Hintergrundinformationen, die auch wichtig sind für das Verständnis der Studie, ja gar nicht so versteht. Und dann kommen solche Dinge zustande, dass sich ja Dinge in Umlauf bewegen und man glaubt, das und das wird durch schlechten Schlaf hervorgerufen und dergleichen. Aber wenn man sich das mal genauer ansieht, dann ist das eben doch nicht so. Du hast da eine Sache auch eben schon angesprochen. Im Buch von Matthew Walker wird das etwas arg überspitzt dargestellt mit den Folgen von Schlafmangel, mit den Killerzellen. Genau, das ist ja auch so ein Anliegen deines Buches, da so ein bisschen ja die Folgen von Schlafmangel aufzuzeigen, aber die Kirche im Dorf zu lassen. Nicht nur die Kirche, einfach auch diese Mythen alle so ein bisschen auch zu entkräften. Nicht? Weil man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel im Hinblick auf das Thema Schlafentzug und Übergewicht schaut, gibt es schon sehr viele Experimente, ja nicht nur von meiner Forschergruppe, nicht? Die doch sehr deutlich sich dafür aussprechen. Und klar gibt es mal Experimente, wo du das nicht in dem Maße gesehen hast, aber wenn du sozusagen ganzheitlich das bewertest, spricht es sich eher dafür aus, dass es tatsächlich so ist, dass der Schlafentzug kausal dazu beiträgt, dass wir halt im Gewicht hochgehen, nicht? Aber man muss natürlich trotzdem auch vorsichtig sein. Und genauso, ich denke, man muss auch, ich habe ja auch ein Thema über
wie spielt der Schlaf, welche Rolle spielt der Schlaf für unser Immunsystem? Und in dem Zusammenhang erwähne ich natürlich auch den, sagt es, erwähne ich den Krebs natürlich oder die Zellen, die in unserem Körper, körpereigene Zellen, die halt möglicherweise sich zum Tumor entwickeln können. Aber es ist natürlich wichtig, das Ganze immer sozusagen in einen Kontext zu stellen. Und das, finde ich, wird in vielen anderen Büchern eben nicht gemacht. Und man kann sich natürlich fragen, warum. Einerseits kann das so sein, weil es natürlich sehr reißerisch ist und sozusagen auch gut passt. Ja? Man sagt natürlich, der Vereinfachung wegen muss ich natürlich mich jetzt auf den Schlaf fokussieren und ich kann nicht auf alle anderen möglichen Risikofaktoren eingehen, aber trotzdem muss man das relativieren. Der Matthew zum Beispiel hat auch gesagt, ja, und Schichtarbeit, Nachtschichtarbeit, das ist ja ganz häufig ein Problem auch mit dem Schlaf da. Und wusstet ihr, dass die Weltgesundheitsorganisation Nachtschichtarbeit als ein sogenannten probable cancer gene, also ein wahrscheinlich Cancer oder ja, Krebs auslösenden Faktoren klassifiziert hat? Nun gut, aber regelmäßiges Essen von angebratenem roten Fleisch ist auch nicht gut in dem gleichen Maß. Und wenn man natürlich guckt, probable cancer gene, da gibt es andere Gruppen, die noch viel problematischer sind. Und die werden hier eben komplett außen vor gelassen. Und wenn man eben da über das Rauchen denkt oder über den regelmäßigen Alkoholkonsum, dann kommen wir auf einmal in eine Situation, wo wir über ein viel, viel größeres Risiko sprechen. Und ich finde, dass eben doch viele Schlafergebnisse spannend oder Ergebnisse von Schlafstudien spannend sind, aber sie trotzdem auch, wenn man es vereinfachen und konzeptualisieren möchte, nicht so aufbauschen sollte. Weil was führt es? Das führt dazu, wir alle haben Perioden im Leben, Abschnitte im Leben, wo wir nicht gut schlafen. Wenn wir diese Information bekommen, dass wir unglaublich gestresst werden und wird diese Information dazu führen, dass wir besser schlafen? Ich bezweifle es nicht. Das wird eher dazu führen, dass Leute noch verängstigter sind. Leute, die Schlafprobleme haben und sie nicht loswerden, die werden doch nicht, wenn sie sowas lesen, irgendwie dann sagen, das war jetzt irgendwie für mich eine wichtige Erkenntnis, dass mein schlechter Schlaf mich jetzt bald wahrscheinlich umbringen wird oder noch kränklicher machen wird. Ich glaube, das ist wichtig, weil wenn man versteht, Schlaf ist mein Freund und wenn man auch versteht und eben auch die beste Medizin und wenn man auch versteht, dass es aber auch was dazwischen gibt, nicht? Dass es kein Leistungssport ist, zu schlafen, nicht? Dann ist man schon, glaube ich, den ersten Schritt in die richtige Richtung gegangen und kann das Ganze auch ein bisschen, ich würde nicht sagen gelassener sehen, aber weniger stressvoll sehen, nicht? Genau, es ist halt, niemandem mit Schlafproblemen ist geholfen, wenn wir ihm noch an den Kopf werfen, du hast jetzt ein höheres Risiko für Alzheimer, Krebs und Diabetes Typ 2. Lass darauf trotzdem noch ein bisschen zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Dein Buch schön thematisiert. Ich mag ja meine Forschung. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht für meine Forschung bin. Und das ist ja auch spannend, das alles zu untersuchen. Auf jeden Fall. Und es gibt, ich sage ja nicht mit meinem Buch, Schlaf spielt keine Rolle. Natürlich spielt Schlaf eine Rolle. Nicht? Es ist immer nur eine Frage, wie präsentiere ich das Ganze? Wie ist der Kontext? Nicht? Ja. Genau. Lass gerne auf das Thema Diabetes Typ 2 sprechen. Lass am Anfang oder ja, vor 20 Minuten vielleicht schon ein bisschen drauf zu sprechen gekommen, das Thema Insulin und Schlafmangel, was ja bei Diabetes auch eine Rolle spielt. Magst du da so ein bisschen erzählen, warum ist Schlafmangel oder dauerhaft wenig Schlaf ein Risikofaktor für Diabetes Typ 2? Das ist auch unglaublich interessant. Nochmal, das, was wir eben machen in der Forschung, das Erste, wenn du dann Verdacht hast, du guckst die Populationsstudien an, die Bevölkerungsstudien. Und auch da hat man einen Zusammenhang zwischen unterschiedlichen Schlafproblemen und Diabetes, Typ 2 Diabetes gefunden. Nochmal kurz zusammengefasst, Typ 2 Diabetes bedeutet, ja, dass vor allem das Muskelgewebe, was aus quantitativer Sicht eine ganz wichtige Rolle spielt, die Glucose aus dem Blut sozusagen rauszufiltern, dass dieser Muskel weniger auf das Insulin anspricht, weil das Insulin ist sozusagen das Signal für den Muskel, hey, du musst jetzt die Glucose hier rein, aus dem Blut rausholen, damit wir die Blutglucose auf einem schönen, normalen Niveau halten. Nicht? Dann gibt es natürlich noch das Fettgewebe, das ist auch insulinabhängig. Und bei Typ-2-Diabetikern ist es halt so, dass diese Gewebe nicht mehr so empfänglich für dieses Insulinsignal sind, was ihnen ja eigentlich vermitteln sollte, hey, jetzt macht mal was mit der Glucose, die soll aus dem Blut raus. Und Studien haben halt, nicht nur Bevölkerungsstudien, auch experimentelle Studien haben sich natürlich gefragt,
Okay, wenn es diese Assoziation oder diese mögliche kausale Rolle des Schlafentzuges für das Übergewicht gibt, gibt es denn bei Normalgewichtigen, gibt es das dann auch für Diabetes? Heißt das, wenn ich jemanden einlade, der eigentlich gar keinen Diabetes hat, keine Probleme mit dem Glukose, mit der Verstoffwechselung von Glukose, zeigen diese Leute trotzdem nach kurzen Perioden des Schlafentzuges Probleme mit ihrer Glukoseverstoffwechselung? Und dazu haben viele Gruppen, nicht nur meine, viele, viele Arbeitsgruppen, vor allem eine auch sehr berühmte aus Chicago, die Ivan Kauter, die haben viele Studien dazu durchgeführt und man sieht halt, dass relativ wenig erforderlich ist im Hinblick auf den Schlafentzug. Nur einige Nächte sind erforderlich, dass du eine Verstoffwechselung Glukose siehst, die du normalerweise bei Leuten siehst, die einen sogenannten Prädiabetes haben, nicht? So ein Vorläufer von Diabetes, also schon eine verschlechterte Verstoffwechselung. Leute, die eigentlich gar keine Probleme haben. Wenn du die einlädst und screenst, siehst du, das ist alles okay. Und dann kann der bei meiner Studie mitmachen und dann entwickelt er das auf einmal. Dann kann man sich natürlich fragen, warum denn sowas? Und wir haben uns das allen auch gefragt. Und eine Sache, die wir beispielsweise durchgeführt haben hier, ist eine Biopsiestudie. Das heißt, wir haben Gewebsproben genommen vom Muskel. Ich habe ja gesagt, der Muskel, der ist wichtig, um, wenn er durch das Insulin stimuliert wird, die Glukose aus dem Blut rauszufiltern. Und auch vom Fettgewebe haben wir Gewebsproben genommen. Und dann haben wir das gemacht nach einer Nacht des Schlafes und einer Nacht des Schlafentzuges. Und haben gesehen, dass der Muskel nach einer Nacht des Schlafentzuges, ich spreche natürlich immer im Vergleich zu der Situation nach einer Nacht des Schlafes, dass der Muskel anfängt, seinen Stoffwechsel zu verändern. Der will nicht mehr Glukose haben, der nimmt nicht Glukose, Energieträger. Zum Beispiel Ketonkörper und so. Aber was der Muskel auch gleichzeitig macht, ist, dass der Muskel anfängt, sich selbst in Anführungsstrichen natürlich zu verdauen. Der fängt an, Proteine abzubauen und Aminosäuren ins Blut zu geben. Das sind die Bausteine der Proteine. Warum macht er das? Weil einige von diesen Aminosäuren nämlich dann von der Leber weiterverarbeitet werden können, um Energiesubstrate zu bilden, sogenannte Ketonkörper oder eben auch die Glukose selbst, die dieses Hirn benutzen kann, das so gestresst ist, nicht genügend Schlaf bekommen hat, um seinen erhöhten Energiebedarf zu decken. Und das ist natürlich schon echt interessant, nicht? Und dann, was wir im Fettgewebe wiederum gesehen haben, was ein bisschen wieder in diese Übergewichtsgeschichte geht, ist, dass das Fettgewebe im Gegensatz zum Muskelgewebe gar nicht so sehr seine Insulinempfindlichkeit ändert, sondern eher sozusagen anfängt, mehr Energieträger aufzubauen, Fett aufzubauen. Und das ist tatsächlich auch was sich gut mit Bevölkerungsstudien und mit Beobachtungen und Bevölkerungsstudien deckt, dass Leute eben nicht nur im Schnitt ihr Gewicht ein Gewicht zunehmen, wenn sie nicht langfristig gut schlafen, sondern dass sie Muskelmasse verlieren und Fettgewebe zulegen, nicht? Also auch ihre Körperzusammensetzung sich verändert. Dann kann man sich ja fragen, warum macht der Muskel das? Ist der bekloppt? Das ist doch eigentlich das ist doch nicht gut für die Gesundheit. Nun gut, aber möglicherweise passt das Ganze zu einem spannenden medizinischen Modell, was der Achim Peters aus Lübeck, ein Internist, aufgestellt hat. Das heißt Selfish Brain, also das eigensüchtige Gehirn. Und der sagt halt, das Gehirn benutzt unterschiedliche Hormone, vor allem Stressachsen, um der Peripherie, also dem Körper, zu signalisieren, hey, entweder du kannst gerne jetzt Energie speichern oder nix, jetzt müssen wir mal den Energiestoffwechsel des Körpers so ändern, dass ich genügend bekomme. Deshalb eigensüchtiges Gehirn. Und ein System, das sehr wichtig ist, oder ein Hormon, das sehr wichtig ist in dem Zusammenhang, ist das Cortisol. Das kennen wir alle als Stresshormon. Und das Gehirn scheint, wenn wir eben nicht genügend schlafen, sehr gestresst zu sein und dieses Cortisol freizusetzen. Und dieses Cortisol ist wie das Insulin ein Signal, das aber dem Muskel erzählt, pass auf, du musst jetzt andere Energiesubstrate nutzen als Glukose. Die muss im System bleiben, weil das Gehirn das braucht. Und es sagt dann auch, das Cortisol sagt auch weiterhin, und fang auch an, dich bitteschön, also Proteine abzubauen und Aminosäuren freizusetzen. Wir müssen jetzt unseren Energiestoffwechsel so verändern im Körper, dass es für unser Gehirn am besten ist. Und was ist es? Ich meine, das ist natürlich eine Situation, die man, so eine Stoffwechselsituation, die man halt auch bei Typ-2-Diabetikern sieht. Und das, was man eben auch sieht, ist, dass Schlafentzug nicht nur das Cortisol erhöht,
sondern auch das Adrenalin im Blut. Und das hat halt auch einen negativen Effekt auf die Insulinempfindlichkeit dieser insulinabhängigen Gewebe. Das heißt, da gibt es natürlich, es gibt das, was man halt glaubt, und das ist auch das, was ich in dem Buch beschrieben habe. Das ist sozusagen unser Arbeitsmodell. Wir glauben halt, dass der Schlafentzug dazu führt, dass das Gehirn einen erhöhten Energiebedarf hat. Und dieser erhöhte Energiebedarf muss gedeckt werden. Und deshalb schickt das Gehirn Signale an die Peripherie, an den Körper, an das Muskel- und Fettgewebe und sagt zum Muskelgewebe, du bist aus quantitativer Sicht der größte sozusagen Mitbewerber für Glucose. Mach das nicht mehr. Du kannst was anderes benutzen, setz gleichzeitig bitte noch Aminosäuren frei, die die Leber umwandeln kann für Energieträger, die ich nutzen kann. Aber gleichzeitig sorgt das Hirn auch ein bisschen vor für die Zukunft, weil das ist ja ein Stressor, nicht zu schlafen, und sagt dem Fettgewebe, du mach aber, sollst nichts abbauen, du lagerst bitte ein, damit wir sozusagen besser gewappnet sind für die Zukunft. Genau, da gibt es eine sehr spannende Studie, die meines Wissens auch in deinem Buch erwähnt wird, wo zwei Vergleichsgruppen einfach den gleichen gleiche Kalorienzufuhr hatten, aber halt 5,5 Stunden oder 8,5 Stunden geschlafen haben. Und da hat man halt schön gesehen, dass sich der Körper dann dem Fettgewebe eben nicht bedient hat, sondern mehr dem Muskelgewebe. Genau, das war die Studie, das ist die von Blaine und Penneth aus Chicago. Und das, was sie halt gemacht haben, war, sie haben übergewichtige Leute gehabt und haben gesagt, ihr macht jetzt eine sogenannte Very Low Calorie Diet. Das heißt, sie kriegen viel zu wenig zu essen im Hinblick auf, was sie brauchen. Und wenn man natürlich dann das hat, hat man eine negative Energiebilanz und nimmt per Definition ab. Und das haben die halt gemacht und haben gesehen, dass diese Leute halt, wenn sie nicht ausreichend schlafen, diese 5,5 Stunden im Vergleich zu 8,5 Stunden, dass sie im Verhältnis mehr Muskelmasse zu Fettmasse abnehmen als in der normalen Schlafbedingung. Und das ist natürlich was absolut unerwünscht ist, nicht? Wir wollen ja, wenn wir Gewicht abnehmen, dieses Verhältnis in Richtung Fettgewebe shiften und nicht das Ganze, die Gewichtsabnahme durch den Verlust von Muskelmasse hervorrufen. Genau, um auf den Titel deines Buchs zu kommen, Schlaf ist da quasi die beste Medizin, auch in Diäterfolg. Auf jeden Fall. Das war auch eine unglaublich große mediale Aufmerksamkeit, diese Studie erhalten hat. Auch, aber die wussten halt nicht, warum. Und wir haben mit dieser Studie, die ich beschrieben habe, wo wir halt diese Molekularanalysen gemacht haben und die Gewebsproben von Muskel und Fettgewebe genommen haben, halt auch erklären können, warum es zu diesem Phänomen möglicherweise kommt. Weil Schlafentzug tatsächlich den Muskel halt katabol macht. Der soll sich selbst sozusagen, der soll seinen Energiestoffwechsel verändern, nicht mehr die Glucose nutzen und dementsprechend kein Mitbewerber für Glucose sein im Hinblick auf das Gehirn. Und er soll halt auch Substrate freisetzen, die Aminosäuren, die dann von der Leber umgewandelt werden können, um Energieträger für das Gehirn herzustellen. Und die Studie hat eben nicht nur diese andere Studie mechanistisch sozusagen besser erklären können, sondern auch eine große mediale Aufmerksamkeit bekommen, weil das natürlich schon auch spannend ist. Wir nehmen nicht nur Gewicht zu, sondern ein ganz wichtiges Compartment oder Gewebe in unserem Körper, was auch zum Beispiel bei alten Leuten ein ganz großes Problem ist, nämlich das Muskelgewebe, weil die vor allem viel Muskelgewebe verlieren. Das heißt Sarkopenie. Das eben auch durch Schlafentzug beeinflusst ist. Und man weiß auch, dass ein Muskelschwund ein ganz großer Risikofaktor ist für, dass man hinfällt und sich im Alter, wenn die Knochen eher ein bisschen osteoporotisch sind, brechen kann und so weiter, nicht? Also es ist schon auch wichtig, genügend Muskelmasse zu haben. An dieser Stelle unterbrechen wir den Podcast, damit eine Folge nicht allzu lang wird und du besser zuhören kannst, und starten dann in Teil 2, der am 7. September erscheinen wird, mit den Folgen von Schlafmangel, und widmen uns dann vor allem den Themen Alzheimer und Krebs, aber auch den kurzfristigen Folgen von Schlafmangel, was also schon nach einer kurzen Nacht in deinem Körper passiert. Ich wünsche dir auch damit ganz viel Spaß und bis dann. Ciao.